du kennst jetzt schon die Random-Funktion und weißt, was ein Loop ist. Und auf dieser Basis kannst du recht interessante Sachen machen. Als einfaches Beispiel, ich habe hier eine Seite mit 1000 mal 1000 Einheiten. Ich speichere eine Zahl in eine Variable und die brauche ich, um die Anzahl Durchläufe durch eine Schleife, also Anzahl Iterationen, zu definieren. Also ich sage dot number, weil ich will dots zeichnen. Und ich schreibe vor dot in range dot number. Und weil dot number 5 ist, gibt es 5 Iterationen. Und die Variable, die braucht es einfach, das wissen wir. Die Iterationsvariable muss man schreiben in der Schleife, aber ich brauche sie jetzt in dem Fall nicht. Und dann tue ich die Breite vom Dokument, also 1000, mit der zufälligen Zahl zwischen 0 und 1 multiplizieren. Das gibt irgendetwas zwischen 0 und 1000. Und dann tue ich die Höhe, die auch 1000 ist, mit der zufälligen Zahl mit einer zufälligen Zahl zwischen 0 und 1 multiplizieren. Und das gibt auch irgendetwas zwischen 0 und 1000. Die zwei Werte zwischen 0 und 1000 tue ich in Pos x und Pos y speichern. Das brauche ich als Positionierung. Und dann tue ich noch eine zufällige Zahl zwischen 0 und 800 in die Variable size speichern. Und das brauche ich als Argument, um einen Kreis zu zeichnen. Und den Kreis zeichne ich 5-mal mit jeweils unterschiedlichen Zufallszahlen. Und es gibt dann so etwas wie hier. Und irgendwann kommt wahrscheinlich die Frage auf, das ist ja gut und schön, aber auch ein bisschen limitiert, wie könnte man jetzt mit so einer Schleife zielgerichtet etwas in die Fläche hineinzeichnen? Und das würde ich gerne dir als Übung aufgeben. Und bevor du, bevor ich sage, was die Übung ist, gebe ich eine kleine Hilfestellung. Ich tue das löschen. Und dann mache ich einen neuen Loop und sage for. Ich weiß jetzt noch nicht genau, was dass ich mit dieser Variable mache. Ich sage jetzt mal n in range. Und jetzt nehme ich mal eine fixe Zahl, weil ich möchte die 10 Rechteck auf der horizontalen aufreihen. Und dann, immer wichtig, es braucht einen Doppelpunkt und nach dem Doppelpunkt einen Einzug. Der macht es automatisch. Und ich zeichne Rectangle mal auf den Nullpunkt und die Breite soll 100 sein und die Höhe auch. Jetzt hat es hier 10-mal das Quadrat gezeichnet. Und was ich möchte, ist, dass die Quadrate von links nach rechts aufgereiht werden, dass also da die ganze erste Zeile gefüllt wird mit 10 100 mal 100 grossen Quadrat. Und vielleicht tue ich zuerst noch die Füllfarbe ausschalten. Ich könnte es weiss machen. Oder ich glaube, man kann auch das machen. Und dafür mache ich eine Umrisslinie. So. Jetzt ist die Frage, wie komme ich da mit jedem Durchgang, mit jeder Iteration auf einen höheren Wert? Zuerst mal brauche ich eine Variable. Und die zwei kann ich hier aufnehmen, weil das soll für alles gelten. Und jetzt die Variable pos x. Wie kann ich pos x erhöhen? Und was möchte ich da überhaupt? Ich möchte, dass pos x am Anfang 0 ist und dann soll es 100 sein und dann soll es 200 sein
Und dann soll es 300 sein und 400 und 500 am Schluss soll es 900 sein. Und um da nicht zu lange stehen bleiben, das ist jetzt ein Fall, wo wir die Iterationsvariable brauchen können, weil die ist bequemerweise am Anfang 0 und am Ende ist sie 9. Also wenn ich da das schnell auskommentiere, kann ich mir das anzeigen. Print n run. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ah, natürlich. Pos x wird unten gebraucht. Also muss es irgendeinen Wert haben. Ich kann das nicht einfach auskommentieren und dann nachher versuchen, die Variablen zu brauchen. Nochmal. Und jetzt sehen wir hier, mit jeder Iteration wird einmal n printet. Am Anfang ist es 0, am Schluss ist es 9. Das heisst, das ist bequem, wir können sagen, wir wollen pos x n mal und dann der Schritt, also in dem Fall 100, dann wird n am Anfang 0 sein und dann, Entschuldigung, pos x wird am Anfang 0 sein und dann 100 und dann 200. Tipptopp. Jetzt habe ich hier schön Zellen. Und jetzt könnte man, das Gleiche könnte man natürlich mit y machen. Und dann haben wir jetzt eine schöne Leiter. Jetzt nähern wir uns langsam der Übung. Was ich wette ist, ich wette die Seite rastern. Was ist, wenn ich es so mache? Es ist jetzt kein Raster. Also die Frage ist da, wie könnte man es einrichten, dass die ganze Seite so mit Häuseli gefüllt wird. Also dass am Schluss 10 mal 10 so Rechteck auf der Seite positioniert sind, dass ein Raster entsteht. Das ist darum interessant, weil man dann zum Beispiel in jede von diesen Zellen etwas reinzeichnen könnte. Und man könnte auch dort natürlich mit Zufallszahlen arbeiten, damit es nicht zu rigid wird. Aber wenn du so eine Seite rastern kannst, dann eröffnen sich völlig neue Möglichkeiten. Und das wäre die Aufgabe, dass du herausfindest, wie man das machen könnte. Viel Glück!